So, Ivo. Schau mal, Ivo, was ich gefunden habe. Krabbel mal ins Fass. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, dass es auch so klappt. Bist du sicher, dass das sicher ist? Ja, ja, klar. Nie wieder. Immerhin sind wir jetzt beide auf dieser Seite. Das ist doch schon mal gut. So, da haben wir ein Seil. Das können wir jetzt da dran. Da komme ich nicht dran. Dass du dann das Seil automatisch ans Ivo gibst, du dummer Hund. Bitteschön. Danke. Dummer Gnom. Genau, da das Seil da dran. Ich binde das Seil an den Henkel. Das hast du gut gemacht. Seilenhenkel binden war gutes, bestes Idee, die gibt. Es blasen zu an. Blase ins Horn, habe ich gesagt. Kein Interesse. Sie macht einfach nicht, was ich hier sag. Garstiges Elbenweib. Wilbur, dann mach du das mal. Okay, so. Zusammen schaffen wir's. Ah, okay. Wenn du meinst? Ich glaube schon, ja doch. Siehst du? Juhu! Boah, was kam daraus? Ich glaube, wir haben ihn geweckt. Scheint, als hätten wir damit unserem großen Freund einen Gefallen getan. Achso. Okay, schauen wir rein. Schauen wir rein. Ich will reingucken. Ist das aufregend? In der Truhe ist das Artefakt, das den Krieg entscheiden kann. Weißt du nicht. Die Truhe wird sich nicht einfach so öffnen lassen. Wir müssen sie aufbrechen. Vielleicht können wir sie einfrieren und... Oh, sie geht einfach auf. Es muss eben nicht immer alles kompliziert sein. Hey, da ist ja gar nichts drin. Ich bekomm's nicht auf. Mhm. Sieht nach einem komplizierten Schloss aus. Ich schlage vor, dass wir Captain Bonnet fragen. Vielleicht kann er das Ding knacken. Bestimmt sogar. Aber dafür müssen wir erstmal hier raus. Dann. Da liegt noch etwas drin. Mit so einem Ding hat Opa mich eine Woche lang geweckt. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, aus mir einen Kampfschwimmer zu machen und brüllte mich jeden Morgen damit an. Die Flüstertüte? Ich hab da schon so ein Gefühl. Und jetzt seid ihr bereit für den ultimativen Beat. Was tust du eigentlich immer? Vielleicht kann ich mit dem Monster Kontakt aufnehmen. Das wird doch nie etwas. Wir sind von Tonnen Fleisch und Fett umgeben. Ja, aber der Schall des Horns wird verstärkt und nochmal verstärkt. Und am Ende ist er etwa... 1000-mal so stark. Physikalischer Humbug. Ach ja, pass auf. Wow. War ja klar. Ich muss etwas Schlechtes gegessen haben. Hast du das gehört? Es kann sprechen. Hallo? Wer spricht da? Ist das geil? Dein Gewissen. Nee, hier spricht Gott. Ich bin eine Gottheit. Was willst du? Lass uns auf Friedheim Gott etwas. Du sollst mir ein Opfer darbringen. Warum sollte ich? Weil ich allmächtig und allwissend bin. Ganz klar. Warum sollte dir ein Opfer von mir etwas bedeuten, wenn du allmächtig bist? Weil ich dann beruhigt bin, dass du mich wirklich verehrst. Ja. Du bist allwissend. Du weißt es auch so. Der ist gut. Also. Ja,
bist du wirklich? Okay, tut mir leid, ich bin mein Gewissen. Dein Gewissen? Moin, Gewissen. Das kann nicht sein. Ich bin ein gewissenloses Monster. Dann, bin ich dein Magen? Mein Magen kann sprechen? Was willst du? Augen, ich will irgendwas. Ich will mehr zu essen. Viel mehr zu essen. Wem sagst du das? Bei dem keine Fischmenschen mehr geopfert werden, kommt nicht mehr viel Essbares zusammen. Ja, du stimmt. Könntest hier raus und ganze Städte kaputt trampeln. Gute Idee. Wilbur! Aber er hat Hunger. Ich kann hier nicht raus. Ich bin in dieser Höhle gefangen, schon seit tausenden Jahren. Warum weißt du das nicht? Du warst die ganze Zeit über hier und hast geknurrt. Wer bist du wirklich? Ich bin ich. Wer ist ich? Na, ich. Wir sind zwei Abenteurer und in deinem Magen gefangen. Tut mir leid, dass ich dich verarscht habe. Ja, tut mir leid. Das glaube ich. Lässt du uns raus? Nö. Nein. So häufig bekomme ich nichts zu essen. Boah. Aber an uns ist überhaupt nichts dran. Ivo ist ein Strich in der Landschaft und ich wiege auch keine 40 Kilo. Das heißt gar nichts. Komm schon, wir haben dich von dieser Kiste befreit. Was für eine Kiste? Die Kiste, die dieses Loch in der Wand verstopft hatte. Ich weiß nicht, was ihr getan habt, aber mir geht es so gut wie lange nicht. Ich danke euch. Willst du uns also gehen? Na gut, aber könnt ihr vielleicht ein paar Schiffe hier locken oder den einen oder anderen Wal? Mal gucken. Mal schauen. Wiedersehen. Ich fand das Monster nett. Vielleicht könnten wir wirklich das eine oder andere Schiff... Du bist manchmal seltsam. Aber ach, wenn wir... Was zum... Überraschung, meine Hübsche. Ed hat uns verraten? Captain Nate. Hast du die ganze Zeit mit ihnen zusammengearbeitet? Oh nein, meine Liebe. Ich weiß nur zufällig, welche Knöpfe man bei jemandem wie unserem Freund Nate drücken muss. Was hat er dir versprochen? Unser aller Leben, meins im Besonderen. Und den Schatz. Alles, bis auf eine Sache, die er sich aussuchen will. Das kann ich mir vorstellen. Wilbur, du gibst das Artefakt des Schicksals nicht her, verstanden? Verstanden. Das Artefakt des Schicksals. Unbegrenzte Macht. Geh weg. Ich bin ein mächtiger Kampfmagier. Aber komm. Sicher bist du das. Verwandle ihn in ein Schaf. Nicht, das kannst du nicht zulassen. Er wird sich um seine Angelegenheiten kümmern. Das hättest du auch tun sollen. Nein. Du... Bring das Artefakt in Sicherheit! Lauf! Nein! Boah, das mächtige Artefakt hat uns gerettet! Ivo! Ivo! Nein! Okay, es war ein Portal-Artefakt. Interessant. Und wir sind im Ladescreen, aber die Ereignisse spitzen sich langsam zu und ich denke, mit dem mächtigen Artefakt, das wir gefunden haben und den Erzmagier, den wir vielleicht irgendwann nochmal treffen werden im Originalen, können wir das vielleicht auch benutzen und den Krieg so beenden. Mal gucken. Das kriegen wir hin.
Oh, ein aufgespießter Kopf. Der scheint noch zu leben. Wie konntest du das nur tun? Ich habe euch den Hals gerettet. Naja, dir zumindest. Du hast den Hexer befreit, nur weil du einen Schatz wolltest. Glaubst du ernsthaft, ich habe Munkus auch nur eine Sekunde abgenommen, dass er uns einen Schatz gibt? Ich habe einen Deal mit Munkus gemacht, weil es die einzige kleine Chance war, heil aus der Sache herauszukommen. Verstehst du das nicht? Sie hätten uns verfolgt und das Leben zur Hölle gemacht. Und früher oder später wären wir ihnen in die Hände gefallen. Kein Schatz ist das wert. Glaubst du, irgendjemand hätte noch ein ruhiges Leben, wenn Mortroga das in die Hände fällt? Ich wusste doch nicht. Hey! Hey, Kleiner, wo willst du hin? Schön. Lauf weg. Und nächstes Mal sag mir einfach gleich, worum es... Webur! Oh, wir wurden gefangen genommen. Ganz ruhig. Du bist in Sicherheit. Wir sind Zombies. Ach, Herr Dan. Zombies? Mein Fleisch ist ungenießbar und ich habe fast keinen... Ruhig und ungenießbar. Schlechtes Fleisch, ganz schlechtes Fleisch. Und fast kein Hirn. Siehst du? Er hasst uns. Er fürchtet uns. Und deswegen hasst er uns. Unser Komitee hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Was für ein Komitee? Was für einem Komitee sprecht ihr? Wir sind das Komitee für den menschenwürdigen Umgang gegenüber Untoten. Wir wollen den schlechten Ruf der Untoten bei den Lebenden verbessern. Und bei den Toten. Ah. Denn irgendwie mag uns niemand. Wo ist Wilbur? Da war eine Falle und ein Schatten. Das war ich. Ich habe dich umgerissen. Dabei ist dein Kopf auf einen Stein geknallt. Entschuldige bitte, ich habe diesen Körper nicht so ganz unter Kontrolle. Warum hast du mich umgerissen? Was ist mit Wilbur? Er hat dir vermutlich den Hals gerettet. Der Ork-Häuptling aus dem Lager hat die Falle aufgestellt. Und wenn er dich erwischt hätte, wäre jetzt nicht nur dein kleiner Freund in Schwierigkeiten. Wilbur in einem Ork-Lager? Oh Mann, das alles meine Schuld ist. Ach, wie meinst du das? Naja. Nun erzähl schon, Junge. Wie du siehst, haben wir alle Schuld auf uns geladen. Also schön. Mein Name ist Nate. Ich war in Seefels am Westmeer. Da kam dieser kleine Gnom an und... Bla bla bla, lange Geschichte. Und bam, alles schwarz. Dann bin ich aufgewacht und ihr wart da. Du hast sie hintergangen. Du wolltest nur deinen eigenen Hals retten. Naja, so kann man das nicht sagen. Doch, kann man eigentlich schon. Du solltest diesen Balken tragen. Ich habe unter Piraten gelebt. Halsabschneidern. Aber noch nie. Die. Nun ist aber mal gut, ja? Vielleicht habe ich ein klein wenig egoistisch gehandelt. Als du deine Freunde verkauft hast, weil du hofftest, dadurch selbst heil aus der Sache herauszukommen? Nein. Du musst Wilbur da rausholen. Und du musst die Elfe befreien. Sieht so aus. Und ich muss das Artefakt in Sicherheit bringen. Ich werde dir helfen, wenn du es ernst meinst. Mein Name ist Gulliver. Du kannst mich oben in meiner Werkstatt finden. Komm, Körper! So, rede mit der Wasserleiche. Was machen wir aber wann anders? Und ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.